Einen wunderschönen Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Hier ist euer Spooky VF und wir waren dabei, Parts zu suchen und verschiedene Sachen hier einfach mal zu durchsuchen und uns anzugucken, was wir noch so finden. Ich glaube, ich hole den Metallschrott gerade mit. Noch ein bisschen. Kann man nicht genug haben. Haben wir ja gesehen, was an Titan drauf geht. Vor allem, wenn wir später dann noch dieses ganze, diese ganzen Titan-Stahlbachen quasi machen müssen. Da geht schon ein Haufen Material drauf. Ich frage mich, wo es hier reingeht. Habe eben nichts gefunden. Da ist nochmal ein Scannerraum. Den haben wir ja eigentlich schon. Aber komm, da holen wir mit. Kriegen wir nochmal Titan. Wir haben ja ein bisschen Platz im Inventar. Und sind jetzt ja nicht gerade am Farmen dran. Ach, da holen wir das auch noch mit. Also am Material farmen, sondern gucken einfach, was wir noch so finden. Kupfererz noch mitgeholt. Quarz holen wir auch gerade noch mal mit, wenn wir es schon hier vor der Nase liegen haben. Aber ich weiß nicht, ob man hier reinkommt oder wie man hier reinkommt. Metallschrott, den lasse ich jetzt mal liegen. Muss aufpassen. Oh, Sauerstoff. Ja, schnell, fahr schnell zur Motte. Oh Mann. Wir sind ja hier schon unter 100 Meter, stimmt, und haben kein Kreislaufgerät. Tauchaufgerät haben wir nicht. Was sind das hier? Ist das auch wieder Seemottenfragment? Ja, das scannen wir jetzt aber nicht. Metallschrott, auch nicht scannen. Ja, ist auch nichts weiter, oder? Nee. Alter, warum ging das gerade so schnell? Hey, Fisch, hör auf mich anzurempeln. Wo geht's denn hier rein? Hier muss doch irgendwo ein Eingang sein. Das gibt's doch gar nicht. Ist der hier drunter oder was? Nee, auch nicht. Ey, Alter, sag mal, bin ich blöd oder geht's hier nirgends rein? Gib mal hier schneller, den schneller fahrbar machen, Mann. Da oben war irgendwas. Aber... Ich wüsste jetzt nicht, ob uns das irgendwie weiterhilft oder was bringen würde. Kann man hier hinten rein? Da möchte ich aber eigentlich gar nicht rein, da würde ich niemals... Was haben wir denn hier noch? Oh, was ist denn das? Schubkanonenfragment! Ja! Eins von zwei. Oh, das ist nice. Haben wir hier nicht irgendwo noch das zweite? Ich muss gleich wieder in die Motte. Wo ist sie dann? Wo ist sie? Wo ist die Motte? Da oben. Also das ist gut. Also ich glaube, wir fahren jetzt auch einfach mal mit der Motte da rum. Und wenn wir die Schubkanone haben, dann bauen wir die. Und dann bereiten wir unsere Tour auf die Aurora vor. Dann können mich alle hier am Hintern lecken. So, da war das Ding drin, ne? Vielleicht haben wir Glück und finden hier noch irgendwo ein Part davon. Aber da ist nichts mehr drin, ne? Ich sehe nichts, ne? Wäre halt zu schön. Aber es ist halt auch oft der Fall, dass... Ah, die Sachen gar nicht mal so weit voneinander wegliegen, Mann! Ich schrotte das Boot noch irgendwann im LP. Momentan fahre ich echt sehr ungestüm. Will vorreinkommen und nehmen dabei keine Rücksicht auf Verluste. Hier war nichts drin, haben wir ja eigentlich schon geguckt. Ja. Ich weiß aber auch wirklich nicht. Oh. Nee. Ich will da jetzt auch gar nicht so rein, wenn das so verzwickt ist, falls es da irgendwie reingeht. Dann suchen wir uns jetzt gleich lieber ein anderes Wrack. Aber ich hätte gerne eben noch eine Schubkanone. Mann, noch ein Part, Mann. Es sind ja nur zwei. Du musst doch irgendwo... Alter, ich muss das Ding da reparieren, sonst ist es gleich so weit, dass ich es geschrottet habe. Eieieiei. Weiß auch nicht, was ich heute hier veranstalte. Fahrradtechnisch, ja. Fahrradtechnisch. Oh, da ist doch was drin. Ne, das ist nur der Fels, der da durchspitzt. Ja. Schade. Schade,
Wäre jetzt zu schön gewesen. Hier ist auch nichts mehr. Nee. Dann fahren wir weiter. Gucken wir uns wo, mal woanders um, ob wir da noch irgendwo fündig werden. Was ist das? Und das sieht auch aus wie ein Reaktor. Ach, Reaktorteil. Bioreaktorfragment, genau. Wollen wir mit. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz haben wir noch. Ach, noch genug. Wir könnten da schon... auf jeden Fall noch genug für einen Moment. Achso, nee, wir haben die Schubkanone ja noch nicht. Ich wollte jetzt gucken, wollte jetzt sagen, wir können ja schon mal gucken, was wir brauchen. Aber da fehlt ja noch ein bisschen was. Das hier ist, glaube ich, das Säurebiom, weil hier sind alle Fische, da jede Höhle, wo man da reinspitzt, da kommen, glaube ich, die Säurefische da, diese Schwefelfische kommen da dann angeschwappt und machen den Money. So, jetzt mal gucken, ob wir hier noch irgendwie vielleicht fündig werden, ob hier noch irgendwo, was ist denn das? Ja, das Metallschrott. Jetzt sind wir wieder im Pilzbiom. Ist ja auch ein Haufen Zeug nicht mitgeholt. Was wir letztens, glaube ich, hatten. Aber, ja. Oh, was ist denn das? Ah, ne, das ist ein Metallschrott. Shit. Dachte schon. Okay, das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Wir gehen auch jetzt ein bisschen raus aus dem, Pilzbiom, weil das hatten wir ja doch schon recht... Aua! Alter! Recht genau untersucht. Ich war wie ein Idiot, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ich heute mit diesem Boot veranstalte, das muss man auch erstmal schaffen. Ich glaube, ich habe alles gerammt, was im Weg war. Alles. Gefühlt alles. Nichts ausgelassen. Jeder Fels, jeder Fisch... hat nach Spuren von mir an sich. Aber naja, ja. Aber Pilzbiom. Warte mal, Pilzbiom. Irgendwo auf den Pilzen, da steht ein Frack normalerweise drauf. Und vielleicht könnten wir ja da mal reingucken, wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo das Pilzbiom ist. Sag mal jetzt, ich kann mich da jetzt nicht verfahren haben, oder? Das Pilzbiom war doch nicht wirklich... Da ist das Säurebiom. Jetzt sind wir wieder da. Welcome back. Oh Mann, ich habe hier unten keine Orientierung, ne, Leute, das ist unglaublich. Ja, stimmt, wir waren da runtergefahren, da, doch, jetzt weiß ich's, hier unten war das Pilzbiom kommen, am Abschluss von hier, da ist es. Und da ist irgendwo ein Frack auf den Pilzen drauf, irgendwo, wir wissen ja, dass das Biom recht groß ist, und ich weiß es nicht mehr, wo es war, aber vielleicht findet man, das dürfte ja eigentlich jetzt nicht so schwer zu finden sein, sag ich jetzt mal. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich täusche mich meistens. Wenn ich denke, dass etwas ganz gut geht. Ah. Ich finde nichts. Sei es schon mal nicht hier an dieser Stelle. Aber da hinten ist ja auch noch ein Pilzbiom. Wir sind schon ziemlich tief. Müssen aufpassen, dass ich nicht wieder unter die 200er-Marke drunter krache. Eieiei, wo bist du, du schönes Frack? Ich will deine Technologien. Zack, zack. Knüppel aus dem Sack. So. Gefühlt das ganze Biom geschwommen und trotzdem noch nichts gefunden. Da hätte ich gedacht, wir wären schon längst dagegen geschwommen oder so. So wie ich mich kenne, heute auch mal noch dagegen, gegen das Wrack hier. Oh, da unten ist das Biom wieder. Das ist nochmal auch nicht schlecht. Da könnte man eigentlich noch Rubino holen. Aber ich will da nicht so weit runter, weil da müssen wir schon weit runter und wir können ja nicht so weit runter. Ey, das gibt's nicht. Das ist wirklich das
das ganze Biom hier durchforstet und das Wrack nicht gefunden, oder was? Da ist doch auf jeden Fall eins. Das Boot hört sich an, als hätte es einen Motorschaden, ne? Tschub, 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 ich schieße Laserstrahlen. Laserbeam. Oh ja, Leute. Was für eine friedliche Idylle. Oder nur die Ruhe vor dem Sturm. In einem wunderschönen Biom mit dem Klang der Natur im Hintergrund. Und leichter Melodie, die das Ganze bekleidet. Angereichert wie ein 5 Sterne und 7 Gänge Menü. Alles kommt zusammen. Einfach mal zurücklehnen, entspannen. Und das alles hier genießen. Aber ich kann hier, glaube ich, mir einen Apfel suchen. Ich finde das Wrack nicht. Von wegen, man findet das sau schnell. Ich glaube, ich bin im anderen Pilzbiom. oh Mann, Leute. Es liegt jetzt nur noch an einer Schubkanone. Das wäre eigentlich so mein Ziel. Wenn wir das noch finden würden in dieser Folge, dann könnten wir wirklich in der nächsten, wenn wir sie bauen können, zu Aurora schippern. Oh, da ist eine Kiste. Ist da was drin? Ja, aber ein Laserschneiderfragment. Schade. Und ich glaube, das Spiel macht schon wieder ein bisschen Mucke hier. Ich weiß nicht, was da halt los ist. Vielleicht explodiert meine Blazy bald. Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Probe, muss ich sagen. Seit ich die habe, habe ich mehr Probleme als vorher. Weiß es nicht, ob es an der Probe an sich liegt. Es gibt mehrere Meldungen, dass einige Leute, ich habe ja auch das Internet durchforstet, Freezes und Abstürze vermelden. Und die vorher die normale PS4 hatten und diese Probleme nicht hatten. Und mit der PS4 Pro sind die dann aufgetaucht. Und bei mir ist es auch so. Muss ich halt einfach leider sagen. Schade, ich finde die PlayStation eine richtig geile Konsole. Aber das hier trübt das Erlebnis natürlich ein bisschen. Ah, verdammt. Tja, habt ihr da auch so Erfahrungen? Bleibt eure, falls ihr eine PlayStation 4 Pro natürlich habt, bleibt eure auch ab und zu mal hängen, freezed, also so hängen, dass es sich erstmal gar nicht mal ausschalten lässt auch. Und bei mir, die lässt sich zum Teil gar nicht mehr ausschalten. Und das ist schon nicht so geil. So, das muss ich echt sagen. Es ist nicht so geil. Genauso geil wie das hier, wenn man unter 200 Meter fällt. Alter, was soll denn der Mist? Hast du noch all hier den Arm stehen lassen und mich anrempeln, du Blödmann? Ja, da bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Hab mich so gefreut auf dieses geile Angebot mit der Pro, als ich die damals bekommen habe, da für 100 Euro, wenn ich die andere PS4 abgebe. Mittlerweile habe ich so ein bisschen, gedacht, hätte sie vielleicht sollen doch besser nicht abgeben. So, jetzt lassen wir das Boot mal hier stehen, weil wir nicht weiter runter können. Reparieren es mal. Schnappen nochmal Luft. Da unten ist ein Haufen Zeug. Vielleicht haben wir da ja Glück. Was ist denn das hier? Ah, ein Krebs-Torpedo-Armfragment. Cool, das habe ich bei mir noch nicht mal gefunden. Also hier war ich noch nicht. Das ist nice. Aber vielleicht gibt es dann trotzdem ja unser gesuchtes Gerät, die Schubkanone. Das wäre so schön. Da ist nochmal ein Wrack. Haben wir da schnell was drin, was wir holen können? Ja, da. Nee, doch nicht. No Signal. Das ist nix.
Was haben wir denn hier? Energiezellen-Ladestation. Das habe ich auch noch nie gehabt. Auch sehr gut zu wissen. Das muss ich mir irgendwie mal merken. Aber ich weiß ja gar nicht, wo wir sind. Also mit merken ist da nicht viel. Was haben wir denn hier? Kommandostuhl. Boah, ich muss gleich raus hier wieder. Da müssen wir vielleicht nochmal rein. Ja, müssen wir nochmal rein. Da ist nämlich noch mehr. Sehr gut. Sehr gut. Das freut mich. Aber trotzdem können wir nämlich die Energiezellen wieder laden. So, jetzt erstmal die Luft aufladen. Kann ich noch ein bisschen weiter runter? Ja, ich kann noch weiter runter. So, hier bleibst du stehen. Was? Ey, ist die noch nachgerollt? Ja. Ey. Kriegt auch Damage. So, jetzt. Blöde Sau. Blöde Sau, du. Was machst du ja einfach für, also für Sachen, ey. So, die Energiezellen, Ladestation haben wir. Komm, dann machen wir hier auch nochmal. Ah, weg mit dir. Energiezellenstation. Oh, nochmal ein Krebs-Torpedo-Armfragment. Das ist cool, wenn wir den Krebsanzug haben. Das ist so ein Roboter-Anzug. Da kann man noch verschiedene Arme drauf bauen. Und da haben wir jetzt den Torpedo-Arm schon mal freigeschaltet. Ey, was war denn das jetzt? Die macht mir heute echt ein bisschen Sorgen. Ich hoffe nur, dass wir nachher speichern können und nicht wieder abschmiert. Sonst raste ich nämlich aus. Was ist denn das hier überhaupt? Blei. Oh, cool. Oh, 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 okay. Da hinten, da hinten, so ist das, das mühselig hier. Passing 200 Meters. Da ist ja nochmal ein Torpedoarm. Das ist aber Blödsinn, den nochmal zu scannen. Da könnten wir. Ja, ich glaube aber nicht, dass wir hier irgendwo diese Schubdüse noch finden, weil ich habe jetzt wirklich nochmal Warmkraftwerk. Oh! Den habe ich auch noch nicht. Wärmekraftwerk. Fragment. Komm, mach schneller. Wir brauchen davon zwei. Da haben wir nochmal eins. Dann haben wir den auch schon mal. Mal kurz gucken, was hier noch liegt. Was ist denn das? Kommunikator. Funktioniert der noch? Ja. Ah. So, da war jetzt nichts weiter mehr, ne? Was man irgendwie hätte gebrauchen können. Wärmekraftwerk nochmal. Oh, da ist noch Zeug. Wo ist denn das Boot? Das Boot. Piu. Hier rein da. Lass mal nochmal aufladen. Oh, wir müssen eh bald zurück zur Base. Weil, Wasser und so. Obwohl, ich glaube, ich habe Wasserflaschen dabei, oder? Habe ich die nicht gefunden? Da ist nix. Da war doch noch was. Alter! Bei diesen Lecks, da verliert man dann eben auch mal gerne die Orientierung, ne? Was haben wir hier noch drin? Haben wir hier was drin? Nee, hier ist wieder nichts drin. Datenbox. Oh, cool. Da haben wir doch noch was gefunden. Fahrzeugerweiterungskonsole! Nice, Mann, die habe ich bei mir auch nicht. Ich muss mal wirklich merken, wo das ist. Ich guck da gleich, da schwimmen wir gleich hoch an die Oberfläche mit dem mit der Seemotte. Habe ich Wasserflaschen dabei? Ja. Hause rein. Beide. Ja. Dann können wir nämlich noch ein bisschen hier verweilen, obwohl die Folge auch wieder fast vorbei ist. Aber ansonsten sehe ich jetzt auch hier nichts mehr. Ne? Das muss eigentlich so weit gewesen sein. Vielleicht noch da unten. Halt doch deine Schnauze. Schon wieder. Achso, nee, das war ich jetzt. Jetzt bin ich 200 Meter nur drunter. Wärmekraftwerkfragment ist mal egal jetzt. Haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Und ansonsten sehe ich hier wirklich nichts mehr. Es ist halt. Der Bürostuhl noch. Gut, den holen wir auch noch mit. Aber wir haben hier ja auch kräftiges Loot bekommen. Also von daher hat da gar nicht mehr zu denken, dass man da noch großartig viel findet. Was ist denn das? Nochmal Wärmekraftwerkfragment. Okay, ich glaube, wir sind hier durch mit dem, was es hier gibt. Oder was wir noch holen können. Oder könnten. Und Motte. Genau, wir fahren zur Motte zurück. Und ich glaube, dann gehen wir auch so langsam wirklich zur Base zurück. Oh, was ist denn das hier noch? Ach, das ist das Datenpad. Motte. Komm, ich muss schnell zur Motte machen.
So, wo sind wir denn? Schon mal hoch. Ja, ja. Und da Rumpfschaden. Ich will hier gerade ziemlich straight hochfahren, um zu gucken. Wow, ja. Im Rumpfrücken bin ich noch genau drüber. Gut, das sehe ich jetzt nicht mehr, aber ja. Da, gut, ich brauche es nur ansatzweise. Das reicht ja eigentlich. Uff. Mal gucken, wo wir hier sind. Lass mal langsam an die Oberfläche gleiten. Ich sehe die Aurora nicht. Ah, da hinten. Oh, das sind wir ja schon fast an der Insel. Okay. Also auch in diese Richtung, nur vorher rechts abbiegen. Gut, ich denke, das werde ich finden. Wobei, ich kann mit meinem ja auch tiefer tauchen. Ich kann da unten dann ordentlich absuchen. Wir werden auch bald tiefer tauchen können, wenn wir dann auf der Aurora waren. Und alles klappt, wie es soll. Muss man vielleicht noch dazu sagen. Oder sollte man dazu sagen? So, ich muss mal kurz... Ich habe, glaube ich, gerade selbst mit dem Boot angefahren. Ich habe gerade einen Schock bekommen. Weil ich es reparieren wollte. Und da kam gerade dieses laute Geräusch von dem Riffrücken. Und ich dachte, es wäre ein Leviathanwurm oder so irgendwas. Und habe mich so krass erschrocken. Ich dachte, jetzt bin ich hinüber. Aber ich glaube, nur das Boot hat mich selber angefahren, weil ich rausgesprungen bin. Oh, was haben wir denn hier noch? Einmal noch diese dumme Schubkanone. An der liegt es jetzt, Leute. Es liegt nur noch an dieser dummen Schubkanone. Und dann könnten wir ansonsten in der nächsten Folge zu Aurora. Ich glaube... okay, weg. Ey. Ich glaube, das wird bis in übernächste Folge dauern. Silbererz. Sehr schön. Holen wir noch mit. Und dann gehen wir jetzt zur Base und beenden die Folge hier. Hat jetzt keinen Sinn. Also, ja, ich denke, übernächste Folge, das kommt halt drauf an, ob wir jetzt die Sache auch finden, ne? Ah, ja, da hinten ist der Base. Oh, jetzt. Macht nochmal Ligi-Ligi-Leg. Aber das ist meistens hier nur beim Biomwechsel, glaube ich, gerade. Oh, ich habe einen Fisch gerammt, ey. Oh, der ist sauer, der ist sauer. Alter, hör auf, mein Boot hier rum zu... Mann, ihr Frühen. Das darfst du nicht. Darf nur ich. Nur ich darf hier irgendwas rammen. Ah, scheiße. Ist das Inventar jetzt eigentlich voll? Ja, ne? Ja. Gerammelte voll. Okay. Welcome aboard, Captain. Ja, hi. Hi, hi, hi. Schrott. Puff. Alter. Aber Leute, das liegt nicht nur ganz an mir. Das liegt nicht nur an mir. Ich weiß, keine faulen Ausreden, ne? Aber nee, es ist auch wirklich wegen dem Gelecke. Ich kann es kaum präzise steuern. Und wenn es dir... Ich weiß nicht, was es ist. PlayStation heute kotzt mich richtig an. Das ist sau nervig. Ich habe vorher noch gespielt in meinem privaten Spiel. Da hat das Spiel überhaupt keine... Lecks gehabt, ey. Und jetzt, ey, ich muss ja schon Angst haben, dass es jetzt wieder abkratzt. Deswegen jetzt mal schnell hier ohne Umwege hier in die Bude. Er ist aktiv, das ist okay. Und jetzt hier Speichern drücken. Und jetzt hoffe ich, dass es nicht abschmiert. Ich bin schon öfters beim Speichern abgeschmiert. Aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich bewege mich auch gar nicht. Ich bewege mich nicht. Bewege mich nicht. Dann haben wir nämlich alles, was wir hier heute gefunden haben. Wenn das Spielstand Speichern oben links weg ist. Dann bin ich zufrieden. Mach. Geh weg. Jawohl. Danke. Es hat geklappt. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben erfolgreich gespeichert. Alter, wie viel Titan haben wir denn? Muss ja noch einen Spind bauen. Machen wir auch gerade.
Auch noch ein Spind. Den bauen wir. Keine Ahnung. Auch hier irgendwo hin. Komm, das machen wir noch. Die Zeit haben wir jetzt gerade noch. Konstruktionswerkzeug. Zack. So. Modifizierungsstationen, die könnten wir auch schon bauen. Das ist Wahnsinn. Energiezellen-Ladestationen auch. Nur die Batterie noch nicht. Die Batterie wäre mir eigentlich sympathischer. Ah, da haben wir schon genug Zeug für einen Spin zusammen. Sehr schön. Brauchen, glaube ich, gerade noch zwei. Bauen wir wieder zwei hier hin. Oder vielleicht sogar hier drei in der Reihe, wenn das geht. Ja, und Quarz haben wir ja genug. Nur ich weiß nicht, ob wir jetzt genug davon haben. Ja, das müsste eigentlich passen, drei, ne? Ich sag mal so, das müsste passen. Schön eng aneinander. Ja, doch, da können wir noch komplett bauen, okay. Den können wir nicht bauen, oder? Doch, geht auch, aber der passt nicht in die Ecke, oder was? Willst du mich jetzt verarschen? Komm. Ich habe die jetzt extra so schön eng aneinander gebaut. Und jetzt willst du nicht gehen. Doch, geht. Wir müssen nur den Punkt finden. Ja, es ist nur ein bisschen komplizierter. Ja, so schon nicht mehr so. Aber wir müssen ihn doch... Ah! Jetzt habe ich mich zu schnell bewegt. Ja, so langsam ranführen. Und dann haben wir hier die Stelle. So, keine Materialien, aber er steht schon mal. So, okay. Dann ballern wir alles mal hier rein. War ja doch wieder sehr ergiebig, was wir da alles haben. Oh, futtern noch einmal zusammen. Oh, und ihr seht schon, das ist auch mega nice, wie das funktioniert mit dem Futter. Ja, sehr gut. So, jetzt nochmal das Messer ausrüsten. Was ist denn hier gerade unten verschwunden? Was ist denn da jetzt weg gewesen? Der Scanner, wo ist denn der? Ah, da. Okay. Aber warum ist da unten jetzt eigentlich was weggegangen aus der Leiste? Hatte ich da irgendwas drin liegen? Eins. So. Okay. Jetzt könnte man hier auch nochmal eins... Nein, nicht alle kaputt machen! Alter, scheiße! Jetzt kriege ich das ja... Jetzt habe ich viel zu viel dabei. Den Samen hier. Obwohl, es geht. Es geht, es hält sich in Grenzen. Wir können jetzt nochmal hier gucken, ob wir hier nochmal was reinstecken können. Nee, geht nicht. Das ist noch nicht verbraucht. Dann futtern wir es eben, ist mal egal. So. Und hier nochmal den Samen da reinschmeißen. So. Oh, jetzt... Hä? Da ist natürlich gerade eins weggegangen. Leckt mich doch. Lass ich den Samen auch rein da. Wunderbar. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Spooky Five mit Subnautica. Bye, bye, bye.